Hallo Sonja und willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Phoenix. Letzte Folge haben wir höchst erfolgreich versucht, einen Drachen zu zähmen. Oh, hallo Baby Ronja. Das hat nicht geklappt. Scheinbar braucht man dafür wirklich ein Drachenei. Ansonsten geht das nicht. Schade, schade Schokolade, aber es ist so. Übrigens, ich hänge die Fanarts noch auf. Ich hab gesagt, ich mache das. Ich habe vor, das zu machen. Ich bin nur noch nicht dazu gekommen. Irgendwie ist es immer... Ich weiß nicht warum, aber diese Online-Picture-Frames, mit denen man das ja macht, funktionieren bei mir irgendwie nur so halb. Und dann ist es immer ein ewiger Kampf, diese Bilder aufzuhängen. Hä, warum ist deine Kamera? Kamera, wieso bist du hier? Bitte geh doch weg. Sie geht nicht weg. Okay, das ist nicht schlimm. Ich habe einen Masterplan. Und zwar bauen wir einfach das Stück Holz ab. Und dann fällt die Kamera ja auch runter, richtig? Richtig. Ich bin nass. Ich bin ja so clever. Wow, jetzt haben wir eine Security-Kamera. Yay! So, damit der Baum sich nicht abbaut, bauen wir den kleinen Block wieder hin. Und dann geht's auch schon weiter. Und zwar, ich habe im Prinzip gesehen, dass es neue Phoenix-Quests gibt. Was heißt im Prinzip gesehen? Ich war eine Weile nicht mehr auf dem Server und ich bin mir ziemlich sicher, dass es neue Quests gibt, weil es die ja einmal die Woche gibt. Und, Moment, wir grasen noch kurz unsere endlose Nahrungsquelle ab. Die Fischernetze. Wir haben... Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, aber wir haben mittlerweile auch einen Skelettmann. Jedes Mal, wenn ich unten bin, ist ein Skelettmann da. Wir haben mittlerweile eine gute Menge an Fischernetzen. Also eine solide Menge, okay? Und ich würde sagen, damit bin ich speisetechnisch erstmal gut versorgt. Ich habe wirklich viel Fisch. Und das Gefühl, alles, was ich mache im Moment, ist Fischangeln bzw. Fischfangen, dann hochrennen, meinen Fisch in die Ofen hauen. Und, ja, naja, es ist, wie es ist, ne? Es ist nicht unbedingt die schlechteste Nahrungsquelle. Fisch, schmeckt dir bestimmt auch gut. Hom, yom, yom. Lecker, lecker für Pufferfisch und andere Fischentdecker. So, was haben wir denn? Das kommt alles hier rein. Das ist übrigens meine Kiste für das Zeug habe ich geangelt. Wie ihr seht, habe ich coole Sachen geangelt. Wie zum Beispiel einen Sattel. Und so Kram. Cool, ha? Und... Yay! Yeah. Moment, hier müsste sogar, glaube ich, noch mein Gebiet sein. Ja, hier ist noch mein Gebiet. Ich habe nicht so viele Chunks geklemmt. Die Skelette sind aber auch biestig heute. Ich habe nicht so viele Chunks geklemmt. Ich habe ja hier nur ein bisschen geklemmt, um Tops zu ärgern. Aber ich, ja, ich habe mir das noch nicht so genau angeguckt, was ich da alles claimen möchte. Ich habe im Prinzip meinen Bereich geclaimed. Das reicht mir erstmal. Was ist das? Tops Cooper Shop. Übrigens, ja, Tops, wenn du das hier siehst, ich weiß nicht, ob du meine Videos anguckst, aber mir egal. Wenn du das hier siehst, du schuldest mir noch 30 Kohle. Ich kaufte ein, du hast noch ein Facecam-Video. Eieiei. 500 Euro. Ich wünschte, ich würde 500 Euro kriegen für jedes Video. Dann wäre ich steinreich. Jetzt gibt es auch die Coupons vom Phoenix. Was für crazy. Habt ihr das gesehen? Das ist ein Skelett, der reitet auf einer Spinne. What? Was für ein Verrückter. Ich meine, kann man auch machen. Hier ist auch noch was Neues. Ich meine, den Pizzaladen haben wir ja schon gesehen letztes Mal. Das hier scheint mir so eine Art mörderisches. Jo, mal, du willst einen deiner Mitspieler killen, aber bist zu faul, es selbst zu machen. Eigentlich nicht, nee. dann bin ich hier wohl nicht richtig. Scheinbar kann man auch nur Tops und mich töten. Normaler Tod, langsamer Tod. Das ist auch alles so teuer. Ich habe meine Sachen viel zu günstig verkauft. Überlegt mal. Ich müsste meine Preise in die Höhe wuchern. Das ist ja auch nicht mehr feierlich. Okay. Schicker Barcode. Nee, der Kamerad scheint mir nicht wohlgesinnt zu sein. Das heißt, da entfernen wir uns mal schnell wieder und springen auf und davon an unserem Laden vorbei, der immer noch wirklich, wirklich schön ist. Und machen uns auf in die Höhle des Phönix. Dun, dun, dun. Dun, dun, dun. Ich bin gespannt, was wir für eine Auswertung kriegen, ob wir überhaupt eine Auswertung kriegen, weil eigentlich haben wir ja gemacht, was er... Warte mal bitte hier kurz, Baby Ronja. Was er gesagt hat, das heißt, das ist ja alles gut. Ich bin gespannt, ob er uns jetzt... sagen möchte, ob wir nett waren. Sei gegrüßt, Ronja. Da ich den Eindruck hatte, dass dir meine letzte Aufgabe nicht sehr schwer gefallen ist, muss ich mir jetzt wohl etwas Härteres für dich ausdenken. Kriege das hin oder die Aufgaben dürfen ruhig so leicht bleiben. Ich krieg das hin.
Wenn du dir so sicher bist, ich möchte, dass du als nächstes wieder etwas für mich tötest. Diesmal allerdings keine Villager, sondern fünf deiner eigenen Pferde. Eieiei. Ich meine, was soll man machen? Ist jetzt nicht das erste Mal, dass ich meine eigenen Pferde töte. Ich bin das Ende, alles klar. Bisschen passiv-aggressiv, der Gute hier. Nee, sicherlich, sicherlich. Also habe ich kein Problem mit, dann müssen wir halt meine Pferdchen töten. Ich habe ja diese goldenen Karotten oder was das war. Dann vermehren wir noch ein paar, weil ich bin mir nicht sicher, ob ich gerade genug habe. Und dann vermehren wir uns noch ein paar Pferdchen, schlachten sie ab. Und dann ist auch gut, dann fliege ich jetzt erstmal wieder hoch in mein Baumhaus. Es sieht schick aus. Ich muss sagen, mir gefällt mein Baumhaus immer noch. Es sieht zwar ein bisschen merkwürdig aus. Von der Form her, gebe ich zu. Aber ich finde, es sieht wirklich, es hat was, oder? Findet ihr auch, es hat was? Ich finde, es hat was. Naja. Besser als die komische Säule von Tops. Who's Toos. Was wollte ich? Was wollte ich? Hier ist ein Säppling in der Luft. Nice. Ich wollte zu meinen Pferdchen. Und die sind nun mal hier unten. Aber mein Pegasus bleibt oben. Das muss ich nämlich. Das will ich nicht töten. Das hat auch. Das Einhorn töte ich auch nicht, weil die haben ja auch schicke Armor. Und dann ist das ja auch schön, nicht wahr? Ich mache halt gerade meinen ganzen Krams noch rein, den ich aus den Fischernetzen gekriegt habe. Der Fisch auch. Pufferfisch. Und die kann ich eigentlich gleich grillen nochmal. Mal gucken. So. Ich glaube, dann gehe ich sogar gerade nochmal hoch. Und. Hol mir nämlich diese Karotten, damit ich, Moment, ich nehme kurz die Feder mit, und hol mir diese Karotten, damit ich hier auch meine Pferde vermehren kann, weil das hier sind 1, 2, 3, 4, also ich glaube, das reicht nicht. Ich hätte ja danach gerne noch Pferde, wisst ihr? Das heißt, ich muss halt erst vermehren, dann kann ich die Babypferdchen töten. Ich meine, vielleicht zählt das ja extra für den Phönix. Ich glaube, der will immer so brutale Sachen. Das heißt, wenn wir Babypferde töten, unsere eigenen Babypferde, ist es vielleicht noch schlimmer, als wenn wir unsere richtigen Pferde töten. Ich weiß, ich weiß. Ich hoffe, also ich habe das Gefühl, ich mache hier die Quests gut. Ich weiß nicht, wie es mit den anderen ist. Ich gucke ja die Folgen nicht, damit ich nicht gespoileronied werde, damit halt was Fallen und sowas angeht. Und ich weiß nicht, ob sie die Quests gemacht haben. Also ich weiß nicht, ob sie die letzte gemacht haben, ich weiß nicht, ob sie diese gemacht haben. Ich weiß gar nicht, also die anderen werden ja wahrscheinlich keine Töte-deine-Pferde-Quest haben. Die haben ja bestimmt irgendwas anderes. Tatsächlich ist die Pferde-Quest halbwegs schwer, würde ich behaupten, weil du musst ja die blöden Pferde auch erstmal zähmen. Das ist tatsächlich mit einem Haufen Arbeit verbunden. Ich meine, ihr seht das ja nicht, weil ich den meisten Teil, den ich auf dem Phoenix-Server bin, gar nicht aufnehme. Weil das ganze Gebaue und sowas ist, glaube ich, auch einfach langweilig, wenn ihr mich die ganze Zeit hier rumbauen seht und, ja, keine Ahnung. Ich meine, jeder weiß, wie man Blöcke nebeneinander setzt. Das ist jetzt kein Geheimnis. Moment, gucken wir mal kurz in die Quests. Forscher habe ich noch nicht und Abenteurer habe ich noch nicht. Nee, aber was ich sagen wollte ist, das kriegt ihr gar nicht mit, das ganze Pferdegezähme und die Pferde überhaupt in die Stallanlage bringen. Geschichte hat so lange gedauert. Und selbst die Pferde zu vermehren, ich weiß nicht, vielleicht sehen wir es jetzt auch nochmal, weil das hat in der Vergangenheit nie reibungslos geklappt, das wird wahrscheinlich auch nicht reibungslos klappen. Wo sind diese Karotten? Wo sind sie? Hier sind sie, goldene Karotten. Oh, jetzt sind es 4. Ich glaube, es waren früher mal 5. Vielleicht werden die doch weniger. Vielleicht habe ich die auch nur blöd sortiert. Aber die blöden Pferde, die greifen dich an und die wollen bitte in den Käfig rein. Die wollen einfach nicht vermehrt werden, okay? Es ist so. Es ist traurig, aber wahr. Vielleicht sind sie heute nett, weil ein Vorführ... ist nicht schlimm. Ich habe einen Notausgang. Es ist mir schon mal passiert. Es ist mir schon ein paar Mal passiert. Ich hoffe, es passiert irgendjemand anderem mal. Weil die wissen ja nichts von dem Notausgang. Dann kommen die hier auch nicht so flink raus wie ich. Obwohl ich jetzt natürlich auch gerade nicht weiß, wo ich aus der Höhle raus muss. Aber ich glaube, ich muss hier irgendwie über den sehr dunklen Pfad. Und dann komme ich hier theoretisch hoch. Und in wenigen Sekunden, Achtung, aufgepasst, kann ich mich nach oben durchgraben. Zack! So leicht geht's. So einfach ist es. Spinne. Stopp. So. Und zwar wollen wir vermehren. Diese, die Night Hoofs, oder Nightmares heißen die, glaube ich. Die Hoofs sind ja nur, was die droppen.
Die können wir vermehren, weil da sind eh gerade zwei in einem Gehege. Aber seht ihr, das meine ich, das meine ich. Hier, sehen die friedlich aus? Sehen die für euch so aus, als ob die sich gerade vermehren wollen? Nö, machen sie nämlich auch nicht. Die sind nämlich einfach nur wütend. Die greifen dich an, ohne Grund. Die ganze Zeit. So, du kommst raus und du kommst raus. Nein? Okay, dann nicht. Vielleicht kommen sie auf der anderen Seite raus. Ich muss jetzt hier nicht nochmal reinfallen. Du, Kamerad, kannst dich ja auch notfalls mit meinem Pegasus da oben nochmal... Es ist, ich sag euch, es sieht leichter aus als es ist. Es ist eine sehr frustrierende Angelegenheit. So, du und du. Hör doch auf, mich anzugreifen! Ich weiß nicht, was ich sagen soll. So, naja. Der Nummer 1. So, 5 waren es, gell? Okay, der hat mich eh genervt, okay? Der war eh wütend. Dann haben wir hier Nummer 2. Dann sammeln wir da ein. Seht ihr, das hat nicht geklappt. Die haben sich nicht vermehrt. Dann Nummer 3. Und... Gut, dass ich die Karotten mitgenommen habe. Das hier töte ich nicht. Das hat eine schöne Rüstung an. Das ist auch der einzige Punkt. Okay, Moment. Ich glaube, hier kann es nicht raus. Ich glaube, es kann nur in seine Koppel raus. So. Dann bist du draußen auf der Weide. Und dann holen wir das Pegasus von da oben. Und das kann dann auch rauf auf die Weide. Ich hoffe, ich falle nicht nochmal in das Loch. Und schwuppdiwupp. Kommt schon, bitte. Bitte funktioniert diesmal. Oh, das ist ein Enderman. Ich weiß, Bogen bringt nichts, aber vielleicht teleportiert er sich zu mir. Hier ist gerade Wasser. Nee? Schade, schade, schade. Okay, da, es hat geklappt. Bam, bam, bam. Nummer 4. Und tschüss, Nummer 4. Und dann brauchen wir nur noch Nummer 5. Ich habe jetzt keine Lust, nochmal den ganzen Trubel auf mich zu nehmen. Das heißt, dieses Ali-Horn muss jetzt dran bleiben. Glauben. Und zack. So leicht. Naja, was heißt so leicht? Ich muss die nachher wahrscheinlich noch vermehren, weil das ist jetzt ja langsam nur so ein bisschen kläglicher Bestand. Aber da sind wir dran. Versprochen. So. Dann kann ich nämlich... Jetzt habe ich noch einen Pegasus, ich habe noch ein Einhorn und ich habe noch ein Nightmare. Das heißt, ich kann... Komm, Babyranger, komm mit. War schwer, ihn mitzukriegen. Deswegen wartet sie, glaube ich, normalerweise meistens im Haus. Jetzt komm. Okay. Gut, das Pferd bricht nicht aus. Ich wollte nicht auf dich. Ich wollte nicht auf dich. Ich wollte auch nicht in das Gehege. Ist nicht schlimm. Wir sind ruhig. Wir sind ruhig und... Oh, Baby-Zombie jetzt nicht. Oh. Wir sind ruhig und gelassen. Wir haben noch ein Nightmare, wir haben noch ein Einhorn und wir haben noch ein Pegasus. Das heißt, wir können uns alles kreuzen, was wir brauchen. Und wir haben jetzt auch einen Haufen... Loot. Ich habe nämlich gehört, man kann dem Phönix irgendwie Sachen opfern. Da will ich dem ziemlich coolen Kram schenken, damit er mich mag. Und ich habe das Gefühl, ich bin eh schon auf dem Weg des Phönix. Das heißt, wenn schon, denn schon. Ne? Dann können wir auch ganz oder gar nicht gehen. Und dann schenke ich was Cooleres als Topsilver. Mal gucken. Mal gucken, was es wird. Vielleicht finde ich ja was Schönes, was Wertvolles. Damit es auch so aussieht, als ob ich mir Mühe gebe. Ich gebe mir Mühe, okay? Ist sie wirklich. So, jetzt haben wir hier nämlich Fische wieder ohne Ende. Und wir haben so die ganzen Nightmare-Hoofs, die ganzen Einhornhörner, die ganzen Federn. Und ja, hier ist meine orientalische Fische-Quest. Chest, nicht Quest. Okay, dann war es aber auch mit dieser Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst einen Daumen hoch da. Und abonniert den Kanal, damit ihr kein Phönix mehr verpasst. Bis zum nächsten Mal. Ciao!